Jetzt geht's weiter. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Ja, gleich in Anschluss geht's hier weiter. Oh, die zwei schon wieder. Müssen wir kämpfen. Stop it. Not again. What is it this time? Jube. I'm sorry about your mother. I can sympathize. Really? Don't trust him, Jube. You don't know anything about him. Why is he really here? Maybe you will try and kill us because you secretly serve Nobunaga. Maybe. Is that true? Wait! Magoichi! Wieder eine lustige Szene mit den Zweien. Ich werde hier erstmal speichern, denn ich habe es mir verdient. Ja. Ginghamfats. Ich möchte ihn nie wiedersehen. Diese Filzlaus. So, abgeschlossen. Nein. Oh, warum mache ich eigentlich immer doppelt alles? Raus hier. Aber ich werde nochmal aufwerten. Ich sage immer manchmal aufrüsten, aber ich meine eigentlich aufwerten. Machen wir weiter mit der Armschiene. So. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Nebeltal sind wir, ne? Ja. So, da kamen wir her. Da geht's auch noch weiter. Aber wir gucken uns erstmal hier um. Und hier scheint irgendwie ein Gebäude zu kommen. Ja. Ja, da kamen wir her irgendwie. Hä? Aha, wir können also jetzt da noch hoch irgendwie. Ach so, da geht's bestimmt zurück, den Weg. Ja, ich blick nicht ganz durch. Am besten alles... Ey! Sag mal. Was ist das für Vieh? Ariel? Hallo? Nein, du bist nicht Ariel. So. Jetzt gibt's Sushi. Cool. Ey! Das war knapp. Die spucken. Hey, wo sind wir denn hier? Okay, lass mal links liegen. Was macht der jetzt da? Was ist das für Vieh? Komisches Vieh. Hallo. Hey. Das wäre eine coole Attraktion im Vergnügungsbad. Nee, sagt man das so? Hallo, wo sind wir denn hier? Ja, in Japan, ich weiß. Mal erstmal gucken hier. Keine Musik, ziemlich still. Oh nein. Hier gehe ich schnellstmöglich wieder raus. Nicht mit mir. Jetzt wisst ihr, warum da so ein Speicherpunkt war. Oh, na toll. Zwei Züge. Ja. Oh, das war ja leicht. Bei zwei Zügen kann man nicht viel verkehrt machen. Das ist ein Paro-Geheimnis. Ah, da cool. Gucken wir uns mal an, was wir hier mit der Waffe machen können. Aktiv, wo war denn das jetzt hier? Ah. Ich blicke immer noch nicht durch so ganz. Ja, dieselbe Attacke wie bei den anderen Waffen. Ich meine dieselben Tastenkombinationen. Ach nee. Ich hatte ja das Schwert. Das sieht bestimmt flott aus. Hui, ja. Cool. So, hier kam ich ja her. Ah, gut, ich habe gespeichert. Alles klar. Da ist ein Hebel. Möchten Sie ihn nach unten drücken? Nein. Was passiert, wenn ich den nicht drücke? Muss ich irgendwas aktivieren? Wenn ich zwischen diesen beiden Wänden eingeklemmt werde, mache ich es nicht lange. Tja, ich würde mal sagen, du machst es denn gar nicht mehr. Aber. Ja, ich möchte ihn nach unten drücken. Ich möchte sterben. Oh oh. Was sagt mir das?
Ich habe nur zwei Figuren. Mir fehlt also eine Figur. Aber vielleicht können wir diese hier schon einsetzen. Was macht ihr denn hier? Hier. Cool. Ich bin erstaunt. Ja, jetzt setze ich das hier ein. Ups. Ah. Kann ich mich nochmal umändern? Nichts passiert. Ah, das ist auch gut, dass nichts passiert. Es gibt drei Plätze, an denen man die Statuen stellen kann. Ich muss noch zwei hinstellen. Ja, das sehe ich selbst. Eigentlich wollte ich den Schalter hier um. Hallo. Ah. Okay. Ich gucke mir erstmal. Ich suche erstmal die dritte Figur. Und wie die Figuren angeordnet werden, das sehe ich ja dann noch im Videobearbeitungsprogramm. So, Moment mal. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Nein, hier ist nichts. Gegner, wo seid ihr? Ah, ihr schwimmt ein bisschen durch die Gegend, okay. Oh. Vergiss es. Ich mag diese Waffe. Aber die Gegner sind ja auch schnell im Wasser. Oder? Also ich denke mal, dass ich die Waffe hier gut gewählt habe für diese Gegner. Coole Attacke. So. Ja, danke. Soll ich jetzt Danke sagen? Ey! Hau ab! Ich bin doch nicht dein Futterchen. Ach, komm her. Oh, ey, ich will nur dir. Leck mich doch. Oh. Hau ab. Raus hier, bevor ich noch wieder sterbe. Ja. Nee, wartet mal. Ich muss ja jetzt hier mal gucken. Wieder mal. Ich komme doch von da? Komme ich doch auch hin? Also nochmal zurück. Tja, die Sache mit den Karten hier immer. Hier lang? Ja, hier ist der Weg. Wusste ich's doch. Und was ist denn hier? Ah, seht ihr das da? Da werde ich wohl meine neue Waffe einsetzen müssen. Ah. Leave this to me. Hä? Hallo? Eine Sequenz kommt jetzt wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Aber ich bin ja weitergegangen. Ich Blödmann. Ich wollte doch nicht weiter. Ich wollte erst mal zur Ecke gucken. Oh, danke. Steh schon auf. Deine Zeit ist vorbei hier. In diesem Let's Play Part. Nein, für immer. Hey, mit der Waffe kann man auch diesen Move machen. Oh. Ja, Ecke, wo bist du denn nun? Du willst mich helfen, aber. Naja. Naja, das ist ja wohl denn meine Schuld, denn ich bin ja zurückgegangen. Aber das war echt verwirrend. Ich wusste gar nicht, wo ich lang gehe. Naja, manchmal sind die Kameraperspektiven bei diesen gerenderten Sachen hier leicht verwirrend. Naja, dann muss ich es entweder alleine machen. Ah, Mist. Nee, geh bloß nicht wieder weiter, sonst kommen die Dämonen wieder. Mensch. Will die 20 Mal denselben Gegner hier machen. Hey. Kick! So. Junge, in Ruhe hier. So. Hey. Hallo. Das sind die lässigsten Gegner hier überhaupt. Moment. Plus diese komischen Soldaten. Die blocken nämlich auch immer so beschissen. Entschuldigung, aber. Ah.
Mensch. Lass mich in Ruhe. Oh, was ist hier? Hä? Sieht nach Blitz aus. Blitz, okay. Und was haben wir als Blitz? Das Schwert, jawohl. Wo ich am Anfang ziemlich lange gebraucht habe, um herauszufinden, wie man es gebraucht. Ah ne, das war ja der, die Lanze. Hier ist, ja, denke ich mal, die dritte Figur. Ey! Das ist meins! Ich war zuerst da. Sucht euch eure eigene Wiese zum Spielen. Oh, ja. Oh! Die sind so lästig, die Teile hier. Ich hoffe, das war der letzte hier. Und wie sehen sie auch aus wie ein Regenschirm? So. Da ist sie. Würde. Wie hießen denn die anderen jetzt? Weiß ich gar nicht. So, ich gehe zurück. Ne, weiter. Gehe ich zurück oder weiter? Weiß ich nicht. Moment, ich muss mal gucken. 11 Minuten. Ja, gehen wir mal hier. Ah, eine Kiste. Ja. Ja, da ist auch noch ein Rätsel. Ja, cooles Wasser. So. Ey, die Viecher sind lästig. Und wie alle Gegner hier. Dreh dich mal um. Hallo. Blitz und Wasser. Ergibt. Eine tolle Attacke. Jawohl. Energie. So, was haben wir hier? Einzigartiger Pilze. Von denen habe ich auch schon einen hier. Gut, wir haben gesehen, was das anrichtet. Aber ob das wirklich gut ist, das ist die andere Sache. Ich verstehe zwar nicht, warum jetzt hier diese Wasserdämonen einen Pilz haben. In der Hosentasche, in ihrer Schuppenhosentaschen. Ja. Oder wo auch immer sie diesen Pilz versteckt haben. Gegrillten Fisch am Schwert. Fehlt nur noch das Feuerchen. Ja. Dann bleib liegen, eben. Der wollte nicht mehr aufstehen. Na gut, am Land. Ey, cooles Wasser, muss ich schon sagen. Ich hatte auch mal gelesen, dass diese Effekte hier... Die Leiter ist kaputt. Es ist zu gefährlich, dort hinunter zu kleppen. Okay, hat sich nicht gelohnt. Nee, dass diese Wassereffekte hier zum Beispiel irgendwie mit Videoaufnahmen von echtem Wasser aufgenommen wurde und so übertragen wurde. Aber ich kann euch das jetzt auch nicht so genau erklären. Auf jeden Fall habe ich da mal was gehört. Das ist der Grund, warum diese Wassereffekte auch so realistisch aussehen. Also das Spiel ist, wie gesagt, 2002 erschienen und damals war das eine ziemlich gute Technik. Ja, und auch heute sieht es noch gut aus. Oder nicht? So, dann wollen wir mal uns ins Verderben stürzen. Spannung steigt. Okay, diese Aufnahme können wir noch machen hier. Es gibt 3 Blitzer. Ja, ist egal. Die platziere ich jetzt irgendwo hin und dann ist gut. Aber, naja, ein bisschen Bang habe ich schon. So, Herrschaft. Normalerweise müsste diese... Herrschaft. Ich würde es jetzt irgendwie rechts. Wieso? In der Mitte. So. Nichts passiert. Da muss erstmal einer drauf kommen, sich am Anfang dieses das Bild einzubringen. Also ich bin nicht drauf gekommen. So, Würde. Ja, ist ja nur noch ein Platz übrig. Und was passiert? Oh. Naja, das. Sieht nicht so toll aus. Oh, hallo. Nein. Anscheinend war die Reihenfolge falsch. Ich muss es nochmal versuchen. Ja. Mist. Ich wünschte, ich könnte jetzt das Video bearbeiten. Wissen. Das. Wo war denn das alles hier? Wissen. War das in der Mitte? Was? Würde. Hä?
abbrechen. Abbrechen. Da ist ein Hebel. Möchten Sie ihn nach unten drücken? So, jetzt Achtung, vielleicht kommt jetzt das Bild nochmal. So, da. So, ja, gut. Habe ich mich gemerkt. Ja. Es sind nur drei Figuren, Leute. So viel kann ich da nicht schief machen. So. Das hier war. Das war in der Mitte. Herrschaft war in der Mitte. Oder? Ne, links. Ah, jetzt habt ihr euch gedacht. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Gedächtnis meine ich. Aber da habt ihr euch getäuscht. So, der war in der Mitte. Es dauert eigentlich schon wieder viel zu lange hier, dieses komische Zeug. Ach, naja. Hier wird so lange gemacht, bis die Aufnahme zu Ende ist. So, bleibt nur noch eins übrig und wir kriegen was Schönes, ne? Oder noch ein Bosskampf oder so? Jetzt hier die, jetzt die Überraschung. Kennt ihr eigentlich, na, wie ist das? Herzblatt. Und jetzt kommt die Dicke. Okay. Kandidatin Nummer 1. Wie würden Sie mich glücklich machen? Nun, ich werde es gar nicht versuchen, denn mein Herz und meine Seele gehören Nobunaga. Ach du Kacke. Links, rechts, links, rechts. Oben, unten, Mitte und von da oben. Kacke. Ey. Den schnapp ich mir. Ja gut, es sind ja mehrere. Diese Bogenschützen. Irgendwie fehlt mir noch irgendwie eine Fähigkeit, mit der ich so schießen kann. Ja, ja, ich habe ja Kugeln. Vielleicht eine Waffe irgendwie, oder... Gut, das hat mir gefehlt. Und, ja... Ich schnapp mir auch die anderen noch. Ach, hoch hier. Oh. Leck mich am Arsch, ey. Oh, voll, ey. Echt aufpassen. Immer in Bewegung bleiben mit die Bogenschützen. Ich trottel, ich muss aber auch noch umbringen. Aber da war doch noch was, oder? Also ich hätte hier noch was hingemacht, aber ich komme da irgendwie nicht rüber. Na, scheiß drauf. Gehen wir weiter durch den riesigen Tor. Moment, ich muss mal gucken. 18 Minuten, ja, gucke. Jawohl, lass dich treffen. So. Huch, wo sind wir denn hier? Moment mal. So. Was ist denn das? Ein Riesenrotz? Seit wann erkälten sich Dämonen? Und was fliegt hier durch die Gegend? Ey, diese Bladen verletzen mich. Hallo. Freunde? So, wenn die Krokus da sind, dann bin ich immer noch zufrieden. Denn sie stellen keine Gefahr dar, da ich sie kenne. Aber gebt mir mal ein bisschen Medizin, ihr Kroko-Freunde. Mann, habt ihr das nicht? Dann nimm das. Was steht denn da eigentlich hinten auf seinem Arsch drauf? Na egal. Irgendwie buddelt es hier im Boden, oder? Ja, ich rüste mich jetzt mal wieder mit dieser Windwaffe aus, da sie schnell ist und ich dieses Teil ein schnelles Ende bereiten will. Ja, bin ich nicht nett? Okay. Hier brüllt doch was. Hey, was war denn das? Moment mal. Das wollen wir gar nicht anfangen hier. Oh Mist, ich habe hier nur noch eine Pflanze zum Heilen. Na, das ist nicht toll. Was soll ich denn da jetzt machen? Kämpfen. Zum Umfallen. Ah. Los, Energie zu mir! Energie. Hallo! Oh, Kack!
Okay. Jetzt reiz hier, komm. Lach ich mir doch eins. Okay, ich muss die Arme abmachen. Aber wie? Das ist die Frage. Seht euch das mal an. Das sind doch keine Arme. Okay. Energie, Energie. Thank you very much. Haha. Du siehst ja nicht sehr toll aus. Schadenfroh. Okay. Da habe ich nochmal Schwein gehabt. Jo. Was haben wir denn hier? Sie haben folgendes. Jujudoramas Tagebuch. Toll, ein Tagebuch. Wie aufregend. 10. Januar 1573. Irdischer Kalender. Oh, mein liebster Herr Nobunaga, du warst so... Moment, wir probieren es anders. Oh, mein liebster Herr Nobunaga, du warst wunderschön heute. Mit deinem herrlichen Haar und deinem gestählten Körper. Mein Herr Nobunaga, oh, mein Herr Nobunaga, wie attraktiv du bist. Seit dem Moment, als ich deinen muskulösen und sinnlichen Körper leblos vor Güldenstern habe liegen sehen, weiß ich, dass dir mehr als nur mein Herz gehört. Voll Liebe widme ich dir mein Herz, meinen Geist, meine Seele und meinen Körper. Ich weiß, dass du telepathisch meine Gefühle spüren kannst, aber dennoch würdigst du mich keines Blickes. Warum? 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 Wie schüchtern du doch sein musst, aber das macht dich umso liebenswerter. Vielleicht glaubst du, ich sei zu schön und verwirrend für dich? Ach, warum nur bin ich so ein Geschlag? Also, laut den Schreiben hört sich das nach der Dicken an, mit den komischen Schirmen. Aber da war sie wohl noch schön. Speichern. So, Freunde. Diesmal wieder ein langer Part, oder ich weiß noch nicht, ob ich es teilen werde. Auf jeden Fall war es das hier erstmal an dieser Stelle. Und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Ciao.